So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Beim letzten Mal sind wir hier im Dunkeln einem Barock, einem, das heißt glaube ich nicht, einem, ach was weiß ich, ein, wow, what the fuck, einem Felsding begegnet, wollte ich sagen. Und dann hat es uns weggehauen. Wann habe ich zuletzt gespeichert? Sag bitte nicht nach dem Krocksamen. Sag bitte nicht nach dem Krocksamen. Okay, gut. Nicht nach dem Krocksamen, das ist gut. Ja. Ach, direkt vor dem Kampf gegen das Ding? Okay. Nee. Oder? Ich hab den Reisezweihänder in der Hand. Das spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass es noch nicht sonderlich lang her ist. Ja, wenn das Ding zerbricht, habe ich ein Problem. Muss immer ein bisschen Abstand halten. So. Aber nicht zu viel Abstand. Ich will ihn ja dann auch rechtzeitig wieder erreichen, wenn er. Das wird schon wieder hell. Ja, und jetzt? Die Bockkeule. Au. Na, hoch mit dir. Ich kann sogar von hinten hochklettern. Was mache ich jetzt, wenn ich keine Waffen mehr habe? Na toll, die Popcorn jetzt zerbricht auch gleich. Na los, steh auf. Keine Zeit liegen zu bleiben, Link. Wow. Okay. Ja, toll. Der Wurfspeer ist wahrscheinlich keine gute Idee. Dann muss ich wohl die Fackel nehmen. Die zerbricht auch gleich. Toll, jetzt habe ich auch keine Fackel mehr. Holzfäller-Axt. Was mache ich, wenn die auch kaputt geht? Dann kann ich ja keine Bäume mehr fällen. Vielleicht soll ich mir die Holzfäller-Axt bis zum Schluss aufheben. Vielleicht sollte ich auch mal schnell was essen. Und dann... What the fuck? Und dann aus dem Weg rennen, wollte ich sagen. Da war es aber schon zu spät. Tja, und jetzt? Jetzt habe ich auch kein Zweihänder mehr. Doch, habe ich. Okay, das ist gut. So, hoch mit dir. So, ein blöder Mist, steh auf, Link. Keine Zeit, dich auszuruhen. Das Ding ist zu stark, um sich auszuruhen. Pack das Ding wieder weg. Und weg. ja, Bockkeule. Mist. Warum ist der so verdammt stark? Besiegt. Und weg ist die Bockkeule. Und die Hälfte seiner Lebensenergie. Leider nur die Hälfte. Das Ding ist schnell. Das ist überraschend schnell. Na los, steh auf und renn.
Ich hab's überlebt. Und ich sollte mal eben schnell noch kurz was essen. In der Hoffnung, dass es mir was bringt. Das macht ziemlich viel Schaden. Ja, okay. Jetzt habe ich noch die Reiselanze. Was? War's das? Ja! Na endlich! Boah! Heftig. Was ist das? Rhodonit? Ein wertvoller Edelstein, der in Hyrule gefunden werden kann. Aufgrund seiner Farbe wird ihm nachgesagt, die Kraft des Feuers zu enthalten. Er zieht sehr hohe Preise, das ist nett. Bernstein ist klar, Opal ist auch klar. Noch mehr Opale. Puh, das war ein heftiger Kampf und jetzt habe ich keine Waffen mehr. Also fast keine. Okay. Das ist nicht die Karte. Wald der Seelen. Ich muss ein bisschen weiter in die Richtung, so. Oder? Ja, noch ein bisschen mehr fast. Und ich sollte irgendwie wieder an Waffen kommen. Das wäre nicht schlecht. Oh, das ist ein ziemlich großer Stamm. War das mal der Deku-Baum? Ach was. Nein. Nein. Ich werfe jetzt nicht mit dem Wurfspeer danach. Das ist ein bisschen gemein. Was ist das hier? Huch. Ah. Ja, ist klar. Route. Ja, besser als nichts. Die Frage ist... was passiert jetzt damit? Ah, okay. Ui, du hast mich entdeckt. Ja, Krogsamen. Tschüssi. Speichervorgang ist sehr schön. Das Spiel deckt mit. Ja, die Richtung sieht... Ach, das sieht man sogar, den Stamm auf der Karte, wenn man es weiß. Ja, dann bin ich natürlich mal zu der... Da ist es ja schon. Zu der Erhöhung hier. Okay. Da ist bestimmt das oben. Da muss was oben sein. So wie ich das Spiel kenne. Und wenn es nur der alte Mann ist. Ja? Ich will da aus... außen rum. Was ist das da? Ach, da war mal irgendein Gebäude. Nehmen? Ah, okay. Huch, du bist ja ganz grün. Ui, du hast mich entdeckt. Okay. Oh, was ist mit dem Stamm da hinten? Nein. Au. Da hat mir das Ding auf den Kopf geworfen. Das war nicht so geplant. Da ist doch was drin. Nicht? Okay. Passiert was, wenn ich den Stein da reinwerfe? So, wo komme ich nicht? Na gut, dann nicht. Ja. Hier war mal ein Gebäude, wie es aussieht. Jetzt ist hier nichts mehr. Mehr Pilze. Aber ich glaube, ansonsten ist hier nicht mehr viel. Ich glaube, wir haben jetzt so ziemlich das gesamte Plateau erkundet. Kann sein, dass wir ein paar Krogsamen übersehen haben. Das würde mich nicht wundern, aber ansonsten... Achso, da war ich ja gerade. Da komme ich ja gerade her. Ah, das sind noch... Nein, das ist kein Gegner. Das ist eine Kochstelle. Ach, hier war auch mal ein Haus. Okay. Da blinkt was. Ah. Ein Reisebogen. Und was ist das hier? Eine Fackel. Habe ich noch eine? Das ist keine Fackel. Ja, Tatsache, ich habe noch eine Fackel. Noch eine Fackel. Hier hat sich wohl mal kurzzeitig jemand aufgehalten.
Ja, ansonsten kommt da glaube ich nicht mehr viel. Ich kann noch mal bis zu Ende gehen hier. Aber ein bisschen. Nein, das ist kein Hagelgras, das ist einfach nur anderes Gras. Schön hier. Ist vielleicht da unten noch irgendwie? Nein, keine Höhle oder sowas. Schade. Hätte ich jetzt fast erwartet. Da ist noch ein Teil von der Mauer. Oh, nein, das ist noch ein Gebäude, oder? Nein, doch ein Teil von der Mauer. Oh, was ist hier? Das sieht jetzt aber sehr ominös aus. Ah, das war klar. Noch ein Krogsamen. Ui, du hast mich entdeckt. Wie viele von den Teilen gibt es eigentlich? Oh, sorry. Ich wollte dich nicht erschlagen. Ja, das sagt sonst nichts. Schön hier. Hm. Ja, das war's jetzt. Da hinten ist wieder der Schrein. Ja gut, da müssen wir jetzt zu dieser Stelle der Zeit. Hier ist sonst nichts mehr, glaube ich. Oh, oh, nein, hier ist sonst nichts mehr. Huch. Was ist denn das für eine Dreckbrühe? Ich will sie jetzt nicht beschwören, aber ich wette, da sterbe ich, wenn ich reinfalle. Das war falsch. Achso, jetzt habe ich schon zwei Seiten Materialien. Hoppla. Wo Link die wohl alle hinpackt? Ja, zwei Pilze. Nein, das war falsch. Huch, was ist das da? Hm, da liegt wohl ein Stein drin oder sowas. Naja, das wollte ich aber eigentlich gar nicht. Nein, 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 das wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Moment. War das da? Wo war der Stein? Doch. Ah, liegt jetzt dahinter. Oder daneben? Moment, ich krieg das hin. Also ein Stück weiter hinten. Wieso? Moment, ich muss mir das mal von nahem angucken. Nein, 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 nein. Ah. Ach, kann ich doch? Ich war einfach nur zu weit weg. Ach, das ist nett. Ja, das kommt da rein, würde ich sagen. Jawohl, schon wieder. Ui, du hast mich entdeckt. Wie viele habe ich jetzt? 7. 8. Wie viele gibt es davon? Aber ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass ich bisher so viele gefunden habe schon. Ich meine, die waren jetzt nicht gerade offensichtlich versteckt. Vor allem das hier war jetzt mehr Zufall. Eispfeile. Anders was sie trennen, friert ein. Besonders effektiv gegen brennende Ziele. Und Feuerpfeile. Sehr schön. Ich hätte trotzdem noch Bombenpfeile für den Typ da eben gebraucht. Für das Felsding. Joa, okay. Zitadelle der Zeit. Ich nehme mal den offiziellen Weg. Oder wobei, vielleicht finde ich noch was, wenn ich hier so ein bisschen durch die Gegend schleiche. Hm. Ja, da ist nichts. Das ist nur ein Trümmerhaufen? Ja. Da liegt ein Baumstamm. Mit dem kann ich vermutlich nichts anfangen. Ich kann mal runterschubsen und gucken. Achso, nein, da unten waren vorher Bockblins, oder? Ich glaube schon. War nicht hier in der Nähe von der Zitadelle der Zeit irgendwo ein kleiner See? Ne,
Nicht hoch. Ja. Ja, zum Schluss sah es ein bisschen seltsam aus, aber ansonsten erstaunlich realistisch, wie das Holzding da runterrollt. Da hat jemand dem Spiel gut Physik beigebracht, würde ich sagen. Gut, bis auf die Tatsache mit den 10 Meter hohen Sprüngen überleben. Aber gut, kann ja mal vorkommen. Moment, wo? Verdammt, die Dinger sind zu schnell weg. Bis ich realisiert habe, dass ich die fangen will, sind die schon wieder weg. Irgendwann bekommen wir mal noch so eine Eidechse. Hoffe ich. Hier war ich schon überall. Hier auch, soweit ich weiß. War hier nicht irgendwo so ein kleiner... Ach, oh, da ist er ja auf der Karte. Da hinten. Da wollte ich nochmal hin. Da könnte nämlich noch gut was versteckt sein. Zitadelle der Zeit. Irgendwas. Oder? Nicht? Na okay, dann halt nicht. Vielleicht da hinten nochmal? Mir fehlt irgendwie irgendjemand, der mir sagt, wie viele Krogsamen es insgesamt gibt. Ist da was? Ne, das ist nur die Spiegelung, oder? Der Schatten. Das sieht so aus, als ob es dahinter reingeht. Aber ich kann eh noch nicht tauchen. Also von daher wäre es wohl ziemlich nutzlos, das jetzt zu versuchen. Die Statue der Göttin leuchtet ein bisschen, oder? Das muss so. Ja gut. Dann gehen wir mal dahin. Ja, machen wir mal diese Folge. Ich bin gespannt, was uns da jetzt erwartet. Die Herausforderungen bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Ich will dir neue Kraft gewähren. Du scheinst 4 Zeichen der Bewährung zu besitzen. Für 4 Zeichen der Bewährung kann ich dir neue Kraft gewähren. Was ist dein Begehr? Ach so. Oh. Ja, dann erbitte ich mal mehr Herzen. Du möchtest einen zusätzlichen Herzcontainer? Ja, bitte. So sei es. Was für 4 komplett? Oh. Hätte ich doch lieber Ausdauer genommen. Naja. Ein wertvoller Gegenstand, der nur dem verliehen wird, der die Prüfung besteht, erhöht die Maximalanzahl deiner Herzen. Schön. Bringe den Frieden nach Hyrule zurück. Ha, war ja klar. Wo ist er? Wo kommt er hergeflogen? Oder kommt er hinter der... Achso, ich dachte schon, er kommt vielleicht in der Statue vor. Der Segen der Göttin scheint dich tatsächlich ein gutes Stück stärker gemacht zu haben. Hier bin ich. Komm zu mir hoch. Was wie denn? Soll ich jetzt die Zitadelle der Zeit hochklettern? Na gut, warum nicht? Habe ich vorher noch nicht ausprobiert. Mein Stuhl knarzt ein bisschen. Wenn man sich gerade mal anders hinsetzen will und der Stuhl einfach rät. Das ist gemein. So, wo komme ich denn hier? Wahrscheinlich da hinten, oder? Oh, ich finde... Ach so. Ja, das war mir zu leicht. wo ist er denn? Wahrscheinlich da oben im Turm, schätze ich mal. Ah, ich würde mal kein ganz aufs Dach. Ein kleines Wunder, dass das Ding nicht zusammenbricht. Da ist er ja. Die Musik hier ist so schön. Ah, wobei? Ich glaube, ich bin ein bisschen gemein. Ich würde mal sagen... Wir sprechen beim nächsten Mal mit ihm. Bis dahin. Tschüss.